Habt ihr gerade Spargel gehört? Ist es schon soweit? Ja, für uns beide. Ja, für uns beide. Herzlich willkommen bei Yum Tam Tam. Die Spargelsaison ist da und zeitgleich ist ja auch immer die Grillsaison und wir dachten uns, zum Grillen braucht man ja auch einen Salat. Und deswegen machen wir heute Ravioli-Spargelsalat. Mit Honig-Senf-Dressing. Los geht's. So, Salat ist fertig. Ja, ich liebe so experimentelle, grobe Sachen. Geil, ja, finde ich schön. Apropos grobe Sachen, wir müssen ein bisschen grob zum Spargel jetzt sein. Okay. Voll schwer, zwei Stück. Man muss sich den Salat verdienen. Andere Sachen, die wir gemacht haben, muss man sich verdienen. So doppelt frittiertes Freak-Shake oder so, falls ihr den nicht gesehen habt. Hier oben zum Beispiel der Island Cake oder viele andere leckere Rezepte, die ihr hier finden könnt. Deswegen abonniert den Kanal und bimmelt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Was habe ich da im Gesicht? Ist es etwa ein Abo? Wenn ihr schon abonniert habt, dann postet jetzt ein Spargel-Emoji in die Kommentare. Gibt's das überhaupt? Es gibt kein Spargel-Emoji. Was? Es gibt kein Spargel-Emoji? Gibt's nicht irgendein anderes grünes Emoji? Brokkoli-Gurke. Jetzt genug auf mir getrommelt. So dick bin ich nicht. So, wir schneiden jetzt erstmal ein gutes Stück der Enden ab, weil die oft ein bisschen hart sind und deswegen zack, weg damit. Ihr könnt die aber sehr gut dann für Suppe benutzen. Das kann weg. Sieht auch ein bisschen aus wie Bambus hier unten. Weiß nicht, irgendwie bin ich mit dem Winkel nicht so ganz d'accord, deswegen bin ich immer verwirrt. Wieso? Ich weiß nicht, der eine ist dann immer schräger als der andere. Und da kommt dann das Spargelaufsichtsamt und sagt, oh, also wenn ich das hier ranhalte, das sind nur 42 Grad. So, ich hol mal kurz eine Pfanne. Den braten wir jetzt nämlich für so 8 Minuten an. Gib mir doch gleich noch ein Töpfchen, wenn du dich da eh schon hinbewegst. Dann fülle ich dir mit Wasser für die Ravioli. Ja. Danke. Ist das zu groß? Nö. Ich komm hier mal dazu. Ja. Und hau direkt mal ein bisschen Salz hinein. In die Pfanne geben wir ein bisschen Olivenöl. Das geht allgemein hier fix. Ja, das ist ein schneller Sommersalat, wenn man auch nicht so Bock hat. Manchmal finde ich, im Sommer hat man nicht so richtig Bock zu kochen, weil es dann so warm ist und so. Du musst nur dann Sachen machen, die dann richtig Bock machen, danach zu essen. Also ich finde es richtig... Shaved Eis. Das war klar. Da ist man auch nicht am Herd. Ich habe jetzt hier Radieschen und die schneiden wir in dünne Scheiben. Wir haben natürlich auch schon angegrillt und haben dieses Jahr leckere Grillbrote gemacht. Die findet ihr auch oben auf dem i. Und wenn ihr noch andere Spargelrezepte haben wollt oder einen anderen Salat, der zum Grillen passt, wir haben zum Beispiel eine Spargellasagne gemacht oder Tortellini-Salat. So, und jetzt halbiere ich hier mal und hör auf zu quatschen. Ich bin letztens an einem Spargelfeld vorbeigelaufen. Aha. Und ich komme ja aus der Stadt und ich war so, oh, so sieht das aus. Und dann kamen manchmal noch so kleine raus und es war wie so kleine Würmchen, die dann so rausgeguckt haben. Und ich hätte am liebsten überall so Googly-Eis draufgeklebt. Ich schmeiße erstmal den Spargel rein, glaube ich. Schmeißt du den Spargel? Ich schneide einfach noch ein Radieschen. Jo. Guck mal, ich transferiere die mal alle rüber. Schön, dass ich dann zu dir rübergelegt habe. Ja. Hey, die haben voll den nicen Ausflug gemacht. Voll. Ein ganz anderes Brettchen. Das sieht ganz anders aus als daheim. Für einen Salat brauchen wir natürlich auch ein Dressing. Und heute machen wir? Honig-Senf-Dressing. Ich schiebe dir das einfach mal so rüber. Ja. So, du bist zugebaut. Gut. Trotz hoher Schuhe kannst du nicht darüber hinwegsehen. Du Sack. Ja, falls sich alle gefragt haben, warum gibt es heute so viel zu sehen? So glitzi-glitzi. Voll. Mit diesen Schuhen ist es ein bisschen wie mit dem Spargel. Es gibt so eine kurze Saison, wo die funktionieren, weil im Hochsommer sind sie zu warm wegen dem Fell und im Winter sind sie aber zu offen und es ist zu kalt. Deswegen ist nur Frühling und Herbst geht eigentlich auch nicht, weil die komplett mit Fell ummantelt sind und dann versaust du dir die sofort. Es ist halt ein Saisonschuh. Ja. Und extra für uns hier angezogen. Es ist fürs Gefühl. Ja. Für ein Honig-Senf-Dressing brauchen wir natürlich Senf. Mein Leibgericht. Deins nicht so. Ist okay. Ist okay. Kommt gut zusammen. Ja. Aber zum Beispiel Pommes und Senf finde ich seltsam. Es ist die beste Kombi. Sie ist überlegen allen anderen. Mayo mit Pommes, ganz nett. Ketchup mit Pommes, basic. Senf mit Pommes, übermenschlich. Geil. Okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was gehört auf Pommes? Zwiebeln.
Erdnusssoße. Auch geil. Alles zusammen. Es hört sich ein bisschen nach Food-Battle-Content an, muss ich sagen. Stimmt. Wenn ihr unsere Food-Battles noch nicht kennt, dann klickt hier oben aufs i oder schaut in die Videobeschreibung. Da ist die Playlist der ersten und der aktuellen zweiten Staffel natürlich. Wir machen mit dem Offensichtlichen weiter. Honig-Senf-Dressing mit Öl. Ja, close by. Honigöl. Danke. Und der Nudelboy bringt seine Nudelkollegen ins Wasser. Nudelboy kommt geflogen auf seinem Ross aus Weizenmehl. Können wir nicht so Gimmicks einführen? Du kriegst dann auch so Gimmicks noch dazu? Was denn? Na, wenn ich der Nudelboy bin, dann so als Kompagnon, so das Weizen. Hä, ich bin Supervillain. Ich bin dann Gluten-Intoleranz-Girl. Bin ich nicht, aber. Nee. Ich hack hier mal die Walnüsse noch, die gehen später als Topping drüber. Dann ist das aber auch schon mal erledigt. Und die Ravioli sind eigentlich schon gut, ne? Oh ja, die schwimmen schon oben. Dann gieße ich die erstmal ab. Ich schieb die einfach hier rein, das geht schon. Die müssen ja eh gleich in die Pfanne wieder. Zu unserem Dressing gibt es noch Apfelessig. Übrigens in 1:10, auch gut für eure Haare. Und damit es nicht zu sauer wird, Apfelsaft. Ja. Und ich gehe hier, damit das nicht noch weiter zusammenklebt, mit dem Ravioli rein. Zack, bumm. Reichst du mir nochmal das Olivenöl? Mit Freuden. Danke. Das wird hier jetzt eine schöne Emulsion, weil der Senf ist unser Emulgator. Naja. Wir tauschen mal. Ja. Und wir sehen, es ist dickflüssiger geworden. Die Masse ist emulgiert. Gar nicht so gefährliches Halbwissen mit Felix. 2 Semester Lebensmitteltechnologie. Vertrauen Sie mir. So, fertig hier die Geschichte. Ich komme mal mit dem Pfeffer. Jo. Und mit dem Salz. Aber wenn ich dabei bin, hier auch gleich noch. Jawollo. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Räumen wir kurz auf und bringen alles zusammen. Yes. Ah, so. Ey, wie schön sieht der bitte aus? Mega schön. Richtig hübscher Sommersalat. Probieren. Von allem etwas. Ja. Spargel, wo bist du? Oh, Doppelravioli. Das ist gar nicht so einfach. Lang und eckig. Brauchst nur einen großen Mund. Super frisch. Super sommerlich auch, also die schön. Ja, auch die Konsistenzen sind so geil, weil du diesen knackigen Spargel hast, der genau richtig gebraten ist und die weichen Nudeln. Und dann, ja, Nudeln sind dabei. Das macht es noch besser. Und wenn ihr noch andere Rezepte haben wollt, zum Beispiel eine Spargel-Lasagne, da sind auch Nudeln dabei, klickt hier. Oder zum Beispiel Spargel-Sushi. Auch sehr lecker. Wir sehen uns in diesen Videos. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.